Oh Mann. Was zum Teufel ist das denn jetzt? Okay, ich hoffe mal, es nimmt jetzt noch auf. Ich schaffe nur ein einziges Level pro Part von meinem Video. Das ist nicht gut. Und jetzt auch noch als Späne. Unsteuerbare Späne. Es ist natürlich völlig unmöglich, irgendwelche Bonuslevels zu finden. Natürlich wird es auch wieder ständig den Bug geben. Okay, da gibt's nichts. Den Bug, dass sich Netze einfach früher auflösen, als sie eigentlich sollten. Oh nein. Wir werden angegriffen. Okay, immer noch kein Bonuslevel. Mit Sicherheit habe ich schon eins verpasst. Aber dieses Level scheint nicht so lang zu sein wie die ganzen vorherigen. Boah, fast hätte mich die Wespe erwischt. Wahrscheinlich hätte man sich mit der Späne irgendwo hochböllern müssen, um die Bonuslevels zu kriegen. Oder in so ein Teil da rein, wo man nichts sieht. Ist aber schon ganz schön weit und habe immer noch keine Bonus-Levels gefunden. Also hier müsste eigentlich was sein. Frage ist nur, wie schaffe ich es da hochzukommen, ohne dass mich die Wespe erwischt? Vor allem, was haben die aus dem Sound gemacht, wenn die Spinne getroffen wird? Der alte war viel besser. Warum haben die den geändert? Okay, immerhin ein Bonuslevel gefunden. Und ich glaube, das ist das, wo man selber dieses komische Schießteil da ist. Ja. Peng, peng, peng. Was, ich treffe ja überhaupt nicht. Ziel ja viel zu schlecht.
Die Steuerung ist doch komisch. Na endlich. So, ich muss jetzt natürlich nach rechts weiter, ist klar. Nervköpfe! Da könnte noch was sein. Toll, das bringt mir ja was. War fast. Okay, so wie es aussieht, lässt mich das Ding jetzt in Ruhe. Aber so problematisch war das eigentlich gar nicht. Ich fürchte nur, dass die Spinne jetzt zu einem Fass wird. Ja, tatsächlich. Der du nerviger Slavik. Da wird man natürlich wahnsinnig, wenn man sowas ohne Emulator machen muss und dann das Fass verliert, weil man es irgendwo dagegen geworfen hat. Oder weil das Spiel nicht rafft, dass es den Slavik getroffen haben muss. Oh je, das Level ist schwer. Hier sieht man schon ein Bonus-Level. Mal sehen, ob ich es schaffe, an das dran zu kommen, ohne einen zu verlieren. Aber wahrscheinlich nicht. So müsste es eigentlich gehen, aber ich muss auch treffen. Ah, okay. Ah! Nein, da kommt viel zu viel mieses Viehzeug. Oh, eigentlich haben die mich nämlich beide getroffen. Glück gehabt. Das war schon wieder so knapp. Eigentlich hat er mich nämlich wieder getroffen. So, jetzt werden die auf einmal ganz schnell. Jo, nein, jetzt wird es natürlich wieder dreckig mit dem Slavik-Typ. Fast hätte ich es geschafft. Oh, ich hab gedacht, das Fass löst sich auf. Glück gehabt. Ah! Warum kommen denn jetzt auf einmal so viele von den Viechern? Fast hätte er mich erwischt. Okay, es fehlt glaube ich nur noch ein Bonus-Level. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Apos dieses Bonus-Level aus Versehen aktiviert in seinem Let's Race. Also müsste es eigentlich auf dem Weg irgendwo sein. Bloß wo? Wenn es jetzt aber nicht bald kommt. Jetzt mal wieder ganz nervig. Spring doch schneller, Mann! Ey! Jetzt reicht's. Ich will es jetzt schaffen. Zwar ohne getroffen zu werden. Ah, da ist das Bonus-Level. Muss ich da aber noch drankommen. Ja genau, da hat sich dann nämlich der Apos absichtlich einfach wegrammen lassen von so einem Viech. Damit das Bonuslevel zu Ende ist. Bei dem Let's Race will man ja keine Bonuslevels.
Aber wenn ich hier ein Let's Race machen würde, würde ich sowas von untergehen. Jedenfalls wird jetzt erstmal gecuttet.